Leitungspunkt der Kollege Rodrich Kiesewetter, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute Zeugen einer doch im Großen und Ganzen sehr konstruktiven Debatte gewesen. Der Ton war von 5 der 6 Fraktionen sehr angemessen für ein Land, das zurzeit Mitglied im Weltsicherheitsrat ist und vor wenigen Wochen auch den Vorsitz geführt hat. Ich glaube, es war gut, dass wir in dieser konstruktiven Weise über dieses Mandat gesprochen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 4 der Fraktionen haben sich eindeutig für den UNIFIL-Einsatz ausgesprochen, aber sehr nuanciert auch unterschieden. Ich möchte am Ende der Debatte 3 Punkte herausgreifen, die, ich glaube, nicht nur aus Sicht der Union wichtig sind. Wir haben mit diesem Einsatz einen der ältesten der Vereinten Nationen. Der Kollege Linden hat es angesprochen, über 40 Jahre. Und es ist einer der ganz wenigen Einsätze der Vereinten Nationen, die von den Konfliktparteien akzeptiert werden. Nennen Sie mir in dieser Region einen weiteren, es gibt dort keinen. Und ich glaube, deshalb ist es auch ganz entscheidend, dass wir den Beitrag, und das ist mein 2. Punkt, den die Bundesrepublik Deutschland leistet, noch konstruktiver machen. Und das Neue, das Mandat ist ja die letzten Jahre kaum verändert worden, das Neue an diesem Mandat, über das wir in der nächsten Sitzungswoche abstimmen werden, ist, dass die Bundesrepublik sich mit einer Korvette beteiligt, die die modernsten Radarführungsmittel hat, die die Bundeswehr zu bieten hat. Mit dieser Korvette können wir ein Luftlagebild über dem gesamten Libanon herstellen, damit einen Beitrag zur internen Flugkoordinierung von UNIFIL leisten und natürlich, was den Einsatzraum in Südlibanon angeht, erheblich mehr zur Lagefeststellung beitragen. Und woran liegt das? Das liegt daran, und der Kollege Silberhorn hat es angesprochen, dass die Bundeswehr inzwischen besser ausgestattet ist und dem Einsatz damit deutlich angemessener gerecht wird. Kann man nur sagen, die Trendwende funktioniert zumindest im UNIFIL-Einsatz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 3. Aspekt, ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Es ist entscheidend, dass unsere Soldatinnen und Soldaten das bestmögliche Material haben, das wir auch zum Einsatz bringen müssen. Und dieses Radar ist da beeindruckend. Sie haben gar nichts zu sagen, weil Sie haben sich vorhin nicht mal zur Sache geäußert. Deswegen können Sie ruhig schweigen. Von Ihrer Seite haben wir nichts zu erwarten, außer Polemik und Hass. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und als letzter Punkt, den ich anführen möchte, ist es, dass wir die Gesamtorganisation, die Gesamtlage in der Region betrachten müssen. UNIFIL ist ja nur ein Baustein. Die Bundesrepublik ist engagiert in Jordanien mit Tornado-Flugzeugen und Luftbetankung, um den Kampf gegen Daesh zu unterstützen, und ist engagiert im Irak in einer Ausbildungsmission, die im Moment noch angesichts der Lage kurz ausgesetzt ist. Aber unsere Soldatinnen und Soldaten sind auch dort präsent. Die Botschaft dieses Hauses ist es, wir sehen die Einsätze nicht isoliert, sondern sehen den Gesamtzusammenhang. Und wir sollten durchaus auch mit durchgestrecktem Rücken in der EU und gegenüber den USA sagen, das ist ein glaubwürdiger Beitrag Europas zur Stabilisierung der Region und zur Verhinderung eines Zerfalls des Iraks, eines Zerfalls des Libanon und des Versuchs, Ausgangsbedingungen zu schaffen für weitere Verhandlungen für Syrien. In diesem Sinne ist also die UNIFIL-Mission eine besondere, nicht nur, weil sie so lange anhält, nicht nur, weil sie von beiden Konfliktparteien getragen wird, sondern weil sie in den nächsten 2, 3 Jahren sicherlich aufgrund der Zuspitzung durch den Iran, die Rolle von Hisbollah, die angesprochen wurde, wesentlich wertvoller werden wird. Und wir sollten deshalb mit Nachdruck für die bestmögliche Ausstattung unserer Soldaten in dieser Region werben. Herzlichen Dank.